Und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben, zu WoW 1 bis 90 Leveln. Ja, ich bin mittlerweile mal hier so in den Schwarzfitztiefen. Ich bin jetzt schon 48, Level 48 sind wir jetzt schon. Und ja, ich bin hier gerade so wirklich locker flockig mit der Gruppe hier schon eine ganze Weile unterwegs. Wir machen hier auch jeden Boss mit und jeden Mob. Und ja, das ist doch mal schön, wenn man auf jeden Fall mal so eine Gruppe hier wieder findet. Ich war jetzt noch zwei andere Inis, Sulfarak und noch irgendwo. Und noch irgendwo. Ich glaube, Schule war das noch. Und ja, da hatte ich da so Gruppen. Der Tank hieß Frostwurst und der Dede hieß Bockwurst und der Healer hieß Feuerwurst. Die haben auch bald alle drei zusammengehört und naja, die drei meinten, man müsste in den Indies ja alle Mobs, die es da gibt, irgendwie so umgehen. Also die bei, es waren halt Schurke, der eine DD-Krieger-Tank und so, und die sind dann halt wirklich jeden Mob irgendwie aus dem Weg gegangen. Ich habe denen auch geschrieben, so Leute, ich finde es ja okay, dass wir nicht alle machen, aber so ein bisschen EP möchte ich auch mitnehmen. Nee, wir wollen ja die Quest hier machen, mehr wollen wir nicht machen. Ich so, ja, dann könnt ihr auch draußen questen und nicht in die Instanzen hier gehen und die Quest machen. Die bringen aber mehr. Naja, solche Leute hat man ja auch mal in den Instanzgruppen, leider. Aber ich glaube, wenn schon jemand heißt Bockwurst, Feuerwurst und Frostwurst, ich glaube, okay, da weiß man schon, mit wem man es da so ein bisschen zu tun hat. ja, naja, am Wochenende war ich wieder raiden. Ihr wisst das ja, dass ich immer am Wochenende raiden gehe. Samstag, Sonntag ist so bei mir so raiden angesagt. Raiden. Ja, und da ist so ein bisschen auch wieder ein Thema aufgekommen. Das fand ich ganz, ganz interessant. Das hatten wir zwar auch schon einmal so ein bisschen beredet hier in so einer Folge. Ich glaube, am Anfang der Folge hatten wir das mal so ein bisschen beredet. Dann ging es ja halt um diese Level-Boosts. Und da haben wir halt mal auch im TS mal darüber geredet, ob die Leute sich das holen, blablabla. Und da hatten wir wirklich eine gespaltene Gruppe irgendwie. Die einen haben gesagt, also wir waren insgesamt 15 Leute. Wir haben Flex gemacht gehabt, ne? Flex-Raid so. Und die eine Gruppe hat so gesagt, das heißt die eine Gruppe auf jeden Fall, die eine Gruppe, ich sag das jetzt einfach mal so, haben halt gesagt, fänden sie total scheiße und da kommen die ganzen Noobs ran die kennen die Klasse nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Leute, die sich diesen Level Boost holen, ne, oder kaufen und so, haben ihr eigenes Gebiet. Also sie fangen wirklich von null an, wohl anscheinend, haben ihr eigenes Gebiet mit speziellen Quests und lernen wirklich ihre Klasse nach und nach. Also die leveln zwar viel schneller, also die sind wirklich sehr, sehr schnell auf Level 90, aber die lernen in diesem Gebiet. Sie müssen auch dieses Gebiet wohl anscheinend durchquesten, laut den Informationen, die ich habe. Und wenn sie erst dieses Gebiet durchgequestet haben, sind sie Level 90. Und in dieser Zeit, wo sie halt hochleveln, werden sie halt die Klasse kennenlernen. Finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, finde ich auch eine ganz tolle Sache, dass Blizzard das überhaupt so macht. Also sie haben schon wohl irgendwo sich auch Gedanken gemacht, ganz klar, muss man mal so sehen, ne? Und ja, die eine Gruppe im TS meinte dann so, sie finden es jetzt nicht schlimm, sie finden es auch nicht jetzt super toll, aber sie können es halt verstehen und zu der Gruppe gehöre ich auch. Also ich sage jetzt mal so, ich kann es einfach verstehen irgendwo, dass sie sowas reinbringen, weil das ist ja wirklich ein Thema, das kann man, glaube ich, auch wieder tot quatschen, ne? Aber das ist, ich kann es irgendwo verstehen einfach, weil es hat auch irgendwo ein, das heißt irgendwo, also ein Let's Player-Kollege hat darüber auch mal ein Video drüber gemacht, da habe ich auch ein bisschen was darunter geschrieben gehabt und ich sehe das auch einfach nüchtern. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, oh Gottes Willen, man kann sich ja auch noch ein Level 90 kaufen und blablabla. Ich sag mal so, es ist auch nicht so günstig, ne? Also finde ich auch gut, von mir aus hätte das auch noch teurer sein können, das hätte auch ruhig, ich glaube, was war das jetzt? $60, ne? Hätte von mir auch noch teurer werden können oder so. Auf jeden Fall, ich werde es bestimmt niemals holen. Niemals. Weil,
ich einfach meine Chars selber leveln möchte. Ich möchte meine Chars durch das Leveln kennenlernen. Ich möchte einfach Spaß an dem Level haben. Es macht einfach riesen Spaß, auch die alten Instanzen mal durchzugehen mit der Gruppe, mit hier im Schwarzwild hier mit der Gruppe. Man findet manchmal auch wirklich sehr nette Leute noch nebenbei. Ne? Den einen habe ich zum Beispiel jetzt hier in meine F-Liste getan und so weiter und so fort, weil man sich dann einfach vielleicht mal auch unterhält und so weiter. Naja, auf jeden Fall, ich gehöre auf jeden Fall zu der Gruppe, die wirklich sagt, Level Boost 90 okay, ist nicht schlimm. Ich werde es mir aber persönlich nicht holen, weil ich halt einfach selber leveln möchte. Ne? Das ist ja auch keine wirkliche Herausforderung mehr. Was ist das? Glaubensbekenntnis der Schattenkammer. Aha, okay. Es ist ja keine wirkliche Herausforderung mehr, dieses Level. Ne? Man ist ja, also ihr seht ja selber, ich bin vielleicht in einem Gebiet, bin gerade mal jetzt gerade Level, was ich war, Level 47, bin auf dem Weg nach Tanaris und bin auf einmal 50 und bin auf dem Weg schon wieder woanders hin, weil man einfach zu schnell levelt. Aber ich kann es irgendwo einfach auch verstehen, dass sie das machen, weil ich sag mal so, es sitzen Leute hinter den Rechnern dort bei Blizzard. Es sind nicht irgendwelche Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und sagen dann sich einfach mal so, ja, also ich werde jetzt heute mal einen neuen Boss entwickeln und ich werde das jetzt mal so heute alles programmieren, weil ich nichts anderes zu tun habe und weil ich da voll Bock drauf habe jetzt und das nicht mein Job ist. Nee. Also die Leute bei Blizzard sind alles auch nur Menschen, nur Angestellte, nur Leute, die für ihr Geld arbeiten. Die Leute, die da arbeiten, haben genauso Familien vielleicht, die sie ernähren müssen. Die haben genauso wie wir Normalos auch ihre Kosten, die sie bezahlen müssen, wie Miete, Strom. Die müssen auch leben, die müssen auch einkaufen. Ich sag mal so, ich kann es einfach irgendwo verstehen, dass sie erstmal diesen Level Boost reingebracht haben, weil sie erstmal Kohle, ganz klar. Es ist ein Unternehmen, sie wollen Geld verdienen, sie wollen auch alle bezahlt werden, die dort arbeiten. Und die Arbeit, die sie hier machen, ich finde es okay. Ich meine, erstmal versuchen sie natürlich mit dem Levelbus auch vielleicht den einen oder anderen Spieler wieder zurückzuholen. WoW kommt in die Jahre, WoW ist nicht mehr das jüngste Spiel, WoW wird alt. Deswegen überarbeiten sie auch diese Modelle und so weiter und so fort. Das ist alles so. Das ist doch, die wollen doch irgendwo mithalten. Es kommen immer wieder MMO-Games raus, die ich sag jetzt mal nicht besser wie WoW sind, aber doch in der Grafik her besser werden, immer besser sind, immer besser werden. Und WoW muss da irgendwo auch mithalten. Und WoW hat hat schon eingeboost, es hat viele Abos, sind abgesprungen, es sind schon weniger Spieler geworden. WoW hat sie aber auch gehalten in den Jahren, also es hat eigentlich fast bis jetzt, es hat bis jetzt jedes MMO überlebt, ne? Also es ist nicht, aber es wird alt und ich kann es einfach verstehen, dass sie diesen Level Boost reinbringen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute ihn benutzen oder ihn auch kaufen. Erstmal die Leute, die das dann auch kaufen, vielleicht sind es auch Leute, die vielleicht schon einen 90er haben, das kann auch gut sein, dass sie die Klasse einfach keinen Bock haben, die hochzuspielen. Ich kann es ganz ehrlich verstehen. Ich persönlich werde es nicht holen, weil ich einfach dieses... Wo bist du? Bist du jetzt da durch? Nee, okay. ich kann es einfach verstehen irgendwo, weil... ich weiß nicht, also ich persönlich werde es nicht holen, weil ich einfach zu gerne queste und ich freue mich schon riesig auf die neuen Quests, die es geben wird. Aber man muss es einfach mal auch von einem ganz anderen Blickwinkel alles sehen. Ne? Es wird immer nur gemeckert, Blizzard hier, Blizzard da, Blizzard hier. Ne? Aber Leute, ey, da sitzen Menschen hinter den PCs, die arbeiten für ihr Geld, die machen was für ihr Geld. Ist ja nicht so, dass ihr nicht arbeitet und nicht auch Geld verdient, aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Die Leute arbeiten für
Geld. Die machen ihre Arbeit, sie wollen dafür bezahlt werden. Und die machen das jetzt nicht aus Jux und Tollerei, und weil ihr die besten, tollsten Gamer der Welt seid, weil sie gerade mal Bock haben, euch da irgendeinen Boss zu programmieren und wieder einen Raid neu zu entwickeln und ich weiß ich was alles. Das sind alles Menschen, alles Mütter, alles Väter, die vielleicht auch Familien haben, die ernähren müssen, wie gesagt, und so weiter und so fort. Genauso haben die auch ihre Kosten, wenn es auch Jüngere sind. Also ich kenne sogar, ich kenne einen Freund, der einen GM zum Beispiel kennt, und der hat dann auch mal im TS, der war auch mal bei uns und so, der darf natürlich überhaupt nichts davon erzählen, aber er meint auch, die verdienen zwar ganz okay, ganz gut, aber Die müssen auch bezahlt werden. Er sagt, seine Wohnung hier, die ist, er wohnt zwar alleine und alles, aber der hat auch Kosten. Der muss auch vielleicht mal Strom nachzahlen. Der hat auch ein Auto, die kosten auch Versicherung und. Ich meine, es ist doch wohl logisch, dass irgendwo Blizzard versucht, irgendwo hier und da immer noch mal Geld einzuholen. Genauso verstehe ich dafür auch den Shop, ne? Ganz ehrlich, also ich bin auf jeden Fall in der Gruppe, die sagt, ich kann es verstehen, warum sie das machen. Ich kann verstehen, warum sie den Levelboost bringen. Ich kann einfach den Sinn dahinter verstehen irgendwo auch, ne? Es ist, also für mich auf jeden Fall ist es so, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seht ihr das genauso wie ich? Sagt ihr auch, ja, klar, meine Güte, dann haben sie den Levelboost reingebracht. Oder sagt ihr, nee, Gottes Willen, das ist nur wieder ein Scheiß von Blizzard, die wollen immer mehr Kohle und ich habe keine Ahnung, was es da schon alles für Kommentare gab, auch bei Vanya hat das Thema ja auch schon so oft angesprochen und hat da ja auch viel, viel schon drüber gesprochen und wenn ich die Kommentare da gelesen habe, da habe ich Kopfschmerzen gekriegt, ganz ehrlich, ey. Wie gesagt, also ich kann es verstehen, werde es mir aber selber eigentlich, ich werde es mir nie holen, weil ich einfach zu gerne queste, aber man muss aber auch wirklich sagen, WoW bietet auch nicht so wirklich mehr eine Herausforderung. Das war zum Beispiel auch so ein Thema von dem Let's Player, der das Thema auch mal so aufgegriffen hatte und darüber gesprochen hatte. Sehe ich auch so, also so Questen oder so, das ist ja gar nichts mehr, ne? Wie gesagt, man questet hier, man geht da, man macht so 10 Quests und dann kann man schon ins nächste Gebiet gehen oder man geht 1-2 Inis und dann hat man schon 3 Level-Ups und ist schon wieder im neuen Gebiet. Also das Level an sich geht so fix schnell. Es ist keine wirkliche Herausforderung mehr, ne? Die einzige Herausforderung, die ich noch so sehe, ist halt bei den Raids. Und die habe ich zum Beispiel auch bei den Raids, ne? Also ich will gucken, dass ich den Boss mit meiner Gruppe lege. Ich will gucken, dass ich die Leute geheilt kriege, zum Beispiel jetzt in meiner Klasse her, ne? Ich will gucken, dass dass ich halt aus meinem Char noch das Beste heraushole und so weiter und so fort einfach, ne, gucke, dass die Skillungen stimmen, das ist ja auch nicht mehr viel zu skillen, ne, aber früher war es natürlich anders, aber jetzt bei diesen Talentbäumen ist da natürlich nicht mehr so viel zu skillen, aber dass ich einfach gucke, dass ich halt das Beste aus meinem Charakter einfach raushole, den richtig umschmiede und so weiter und so fort einfach, ne? Das ist so meine Herausforderung gerade im WoW. Ich bin sowieso gerade nicht so viel am Spielen wie früher, weil ich einfach auf das neue Addon warte und ich freue mich schon auf die neuen Quests und auf die Instanzen und auf die Raids und ich freue mich schon drauf. Ich bin schon richtig kribbelig, ich freue mich schon richtig drauf, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Und ich finde es hier ganz toll, dass die Gruppe hier wirklich alle Bosse hier machen. Wenn wir jetzt hier reingehen in den Ring des Gesetzes, dann geht das hinter uns zu. Aber ich glaube, wir sind voll. Ach, wir sind alle hier. Ach so, wir sind alle hier. Finde ich auch richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die Söhne. Und dann das Setz und das Sonines. Nee, aber ich sehe es einfach so. Also wir hatten, wie gesagt, das Thema im TS und also da haben wirklich die Leute, also die andere Gruppe, die das halt scheiße findet, meinte dann, ach, das geht gar nicht. Ah, jetzt geht's zu. Ah, okay. Die andere Gruppe sagte dann auch, ja, wir können es ja irgendwie verstehen, ihr habt ja auch recht und blabliblub, aber trotzdem, das ist doch alles nur Geldmacherei. Und dann haben wir gesagt, ja, ihr braucht es aber doch nicht holen. Und, ich weiß nicht.
Also wie gesagt, ich kann es verstehen. Ihr wisst jetzt meine Meinung. Sonst fange ich mich ja noch an zu wiederholen. Aber ich weiß, es war auf jeden Fall mal ein interessantes Thema, gerade so mal mit der Gilde darüber zu sprechen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also mittlerweile so, also es ist auf jeden Fall interessant gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil viele, gut, ich sage mal so, die andere Gruppe hatte auch gute Argumente, ne? Zum Beispiel, war ein Argument, diesen Level-Boost, man lernt ja seinen Charakter viel, viel, viel besser, wenn man den alleine und selber hochquestet, ne? Also wirklich Level zu Level seine Attacken kennenlernt, mit denen arbeiten muss. Wobei ich sagen muss, du levelst einfach zu schnell. Also das ist ja so schnell schon gemacht jetzt. Ja, ich weiß nicht. Klar, man lernt den Char trotzdem besser kennen, wenn man da... Oh! Aber ich brauche das nicht. Das ist was für ein Hunter, glaube ich, ne? Ich meine, das ist was. Naja, auf jeden Fall, das ist so meine Meinung, auf jeden Fall, die ich so habe. So, GZ. Ja, das kann man ja wirklich sagen, GZ Hunter. So, geht's denn auch weiter? Ich glaube ja. Wir haben, glaube ich, noch nicht alle Bosse haben wir noch nicht. Naja. Ich weiß nicht, was ist los? Wieso? Mensch, pass doch auf, Charmi. Meine Güte, gut, dass ich dich noch erwischt habe. So, ich komme mit. Hier waren wir aber schon. Achso, wir mussten... da war, glaube ich, zu, ne, gewesen. Deswegen mussten wir da durch. Mal gucken. Jetzt ist es, glaube ich, offen. Ja. Jetzt ist offen. Oder war hier schon offen? Oder waren wir hier nicht lang? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Aber ich glaube, hier war noch gerade noch nicht offen gewesen. Ach ja, ich mag Schwarzwaldstiefen. Ich bin hier sehr gerne. Wenn ich immer meinen Freund level und wir haben dann hier irgendwann die Instanzen, dann heißt es immer, oh nee. Nein, nicht in diese Instanz, alle, aber nicht in diese, sagt immer mein Schatz. Ich sag, warum denn? Ich mag sie. Nein, da verläuft man sich über. Ich kann ihn ja irgendwo verstehen. Ist ja auch ein bisschen verwirrend, aber wenn man weiß, wo man lang muss, dann ist das eigentlich schlimm. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal wieder einen Schlussstrich, einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part natürlich wieder. Ich loote hier noch schnell. Plupp. Ich wünsche euch noch was. Bleibt locker, fluckig und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wartet auf mich. Ich will heulen. Juhu.